Das irgendwie hier. So, herzlich willkommen zur Vorlesung Gesellschaftsrecht Vertiefung Römisch 2 GmbH. Wir haben letzte Woche ansatzweise nur über das Thema Kapital gesprochen, schlicht deshalb, weil wir 60 Minuten Wiederholung verbracht haben und dadurch kaum Zeit hatten, über das eigentliche Thema zu sprechen. Das hält uns aber nicht davon ab, jetzt über das wichtigere Thema Geschäftsführer zu sprechen und diese Stunde hoffentlich etwas schneller mit der Wiederholung voranzukommen. Wir haben letzte Woche, wie gesagt, über Kapital uns unterhalten. Und die Grundfrage, die man sich da stellen muss, ist natürlich, welche praktische Bedeutung hat das Stammkapital der Gesellschaft für die Gläubiger? Warum überhaupt Stammkapital? Wir wissen, andere Rechtsordnungen brauchen das nicht. Die Briten brauchen das nicht, die Amerikaner brauchen das nicht. Warum meinen wir Deutschen, das sei eine gute Lösung? Ja? Ja. Im Gegensatz, weil um die Gläubiger im Zweifel zu befriedigen, ist das zu tun. Okay. Also, Sie sagen, ja, das ist eine Seriositätsschwelle. Es soll verhindern, dass jeder Hinz und Kunz eine Haftungsbeschränkung erlangen kann für sein kleines Geschäft. Ja, in der Tat, bei der GmbH ist das so. Das bringt uns aber direkt zu der, Folgefrage. Was denn mit der UG haftungsbeschränkt? Warum meint der Gesetzgeber, sei es dann doch statthaft, eine Gesellschaftsform zu schaffen, die gerade kein Mindeststammkapital hat, wo man einfach ja, mit einem Euro starten kann? Ja? Ja, also das Argument lautet, ja, wir wollten den Engländern mitziehen. Frage, warum hat er nicht direkt für die GmbH das Stammkapital abgeschafft? Gesagt, GmbH braucht kein Geld mehr. Hätte er ja auch machen können. Sondern was Zusätzliches daneben geschaffen. Wäre viel einfacher gewesen zu sagen, die GmbH braucht kein Stammkapital, Sache erledigt. Warum also der Aufwand, zwei parallele Rechtsformen, einmal GmbH und einmal UG haftungsbeschränkt als GmbH mit gewissen Modifikationen? Ja, gut. Ist beschränkt. Außerdem sind die, kann man diese Gesellschaften von außen erkennen, weil das führen müssen, dass sie irgendwie haftungsbeschränkt sind, der Firma. Mhm. Und die GmbH als Konzept hat sich ja ganz gut gewehrt. Also das ist im Prinzip eine andere Gruppe, die sie haftungsbeschränken müssen. Also Sie sagen, naja, eigentlich gilt ja GmbH-Recht, aber es ist A für die Dritten erkennbar, das ist was anderes als eine GmbH. Und zum anderen sagen Sie, naja, aber die GmbH hat sich ja auch bewährt, also warum das Bewährte ändern? Dann machen wir halt was mit Mini-Modifikationen, setzen das daneben und dann haben wir halt mehr Wahl. Mehr Gerichte auf der Speisekarte ist doch immer gut. So einmal süß-sauer und einmal extra scharf, sozusagen. Gleiches Fleisch, verschiedene Soße. Ja, in der Tat, das könnte man meinen. Und das bringt mich dann jetzt wirklich mal zu der zweiten Frage. Inwieweit ist denn das Stammkapital seit 2008 wirklich noch vor dem Zugriff durch die Gesellschafter geschützt? Und konkretisierend, was ist der Unterschied zwischen einem gegenständlichen und einem bilanziellen Schutz des Stammkapitals? Fragen Sie sich, was heißt denn bilanziell? Das sagt der Name schon, das hat mit Bilanz zu tun. Ja? Also, wir hatten ja ganz am Ende letzte Stunde, da hatten wir das Problem, wenn man eine Muttergesellschaft hat und ja. Darlehen gibt. Und da sagte man ja, bilanziell ist das in Zweifelsfall möglich, den Darlehen zu geben für
Ja, gehen wir mal schrittweise vor. Wenn ich jemandem ein Darlehen gebe, wo taucht dieses Darlehen in meiner Bilanz auf, wenn ich Einzelkaufmann bin? Ganz einfacher Fall, ich bin Einzelkaufmann, habe momentan Kasse 100.000 Euro und jetzt gebe ich jemandem ein Darlehen in Höhe von 100.000 Euro. Welche Auswirkungen hat das auf meine Bilanz? Rechnungslegung einmal eins. Taucht das auf der Passivseite auf, dass ich Geld ausgezahlt habe? So mal die Leute, die ein bisschen Bilanz schon mal gesehen haben? Nein, es ist eine Umbuchung auf dem Bestandskonto und auf der Aktivseite. So ist es. Es ist ein reiner Aktivtausch, das heißt, ich tausche vom Posten Kasse nach dem Posten Forderungen aus sonstigen Sachen, also keine Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das heißt, ich tausche auf der Aktivseite der Bilanz. Es ändert sich also nur links was in der Spalte und zwar nur in den Zeilen. Also springt was von Zeile 1 nach Zeile 2. Die Zahl, die unten drunter steht, bleibt völlig unbeeinflusst. Die Bilanzsumme bleibt gleich und es gibt auch keinen Wechsel von links nach rechts oder von rechts nach links in der Bilanz. Es bewegt sich alles auf der Aktivseite. Ja? Anders ausgedrückt, in der Rechnungslegung spielt es keine Rolle, ob Sie Geld in der Tasche haben oder ob Sie einen Anspruch haben, der vollwertig ist. Also ein Anspruch gegen eine Bank ist genauso viel wert wie das Geld in Scheinen oder das Geld in Goldbarren. Das ist alles auf der Aktivseite in der entsprechenden Werthöhe zu verbuchen. Das jetzt bezogen auf diesen bilanziellen Schutz. Was bedeutet ein bilanzieller Schutz des Stammkapitals? Wenn Sie wissen, Darlehen sind reine Aktivtauschmaßnahmen, haben also keinen Einfluss auf die passive Seite. Wie funktioniert denn ein bilanzieller Schutz des Stammkapitals? Wenn Sie den Paragraphen 30 Absatz 1 Satz 1 lesen. Das ist finanziell, das Stammkapital grundsätzlich auf der Passivseite angegeben wird. Paragraph 30 sagt, dass quasi dann auf der Aktivseite mindestens genauso viel sein muss, um diesen passiven Posten zu erreichen. So ist es. Paragraph 30 Absatz 1 Satz 1 sagt, auf der Aktivseite muss insgesamt so viel stehen, dass es das, was in der Passivseite als Stammkapital zu verbuchen ist, abdeckt. Wenn also auf der Passivseite ein Stammkapital von 25.000 steht, muss auf der Aktivseite auch irgendwo in der Summe 25.000 zuzüglich der Verbindlichkeiten rauskommen. Wenn Sie das aber so lesen, ist es relativ konsequent, dass Sie sagen, es spielt keine Rolle, ob dieses Geld verfügbar ist in bar, als Forderung gegen eine Bank, als Anlagevermögen in Grundstücken oder, und das ist das Entscheidende, als Anspruch gegen einen Gesellschafter. Weil in allen Fällen steht auf der Aktivseite ein entsprechender Vermögenswert. Sie haben einen Anspruch gegen den Gesellschafter, Sie haben Bargeld, Sie haben Anlagevermögen. All das ist auf der Aktivseite in gleicher Höhe verbucht. Ja? Das bedeutet, wenn der Gesellschafter in die Kasse greift und den kompletten 25.000 Euro Betrag rausnimmt und ihn sich ins Portemonnaie steckt, und stattdessen einen Schuldschein in die Kasse reinlegt und sagt, ich schulde der Gesellschaft 25.000 Euro, ist das kein Verstoß gegen § 30 Absatz 1 Satz 1, weil er hat eine gleichwertige Forderung eingebracht. Was anderes gilt nur dann, wenn er nicht zahlungsfähig ist, wenn ein Risiko besteht, dass er diese 25.000 nicht zurückzahlen wird. Denn dann muss ich was tun bilanziell, Sie als erfahrene Rechnungsleger würden was tun, ja. Ja, so ist es. Also, Sie müssen diskontieren um das Risiko. Wenn also das Ausfallrisiko 25% beträgt, müssten Sie ein Viertel abziehen. Das bedeutet, wenn Sie 25.000 auszahlen, können Sie keinen Aktivposten in Höhe von 25.000 als Ersatz verbuchen, sondern Sie müssten dann drei Viertel von 25.000 auf die Aktivseite setzen und hätten ein Viertel von 25.000 als Risiko verloren. Das heißt, Sie würden einen Verlust machen und es wäre eine verbotene Auszahlung.
Das heißt bilanzieller Schutz. Die gucken also, wird getauscht, werthaltige Forderung gegen bisher werthaltigen Vermögensgegenstand, dann ist es egal. Das müssen Sie nicht auswendig wissen, sondern wo steht das, dass es ein bilanzieller Schutz ist und kein gegenständlicher Schutz? Das Wort taucht da nicht auf, aber es wird genau das umschrieben, was ich Ihnen gerade erklärt habe. Ja. In dem Satz, in dem zweiten Satz von Paragraph 30 Absatz 1. Ja. Ja. In der Tat, wenn Sie sich Paragraph 30 Absatz 1 Satz 2 angucken, setzt er voraus, dass ein vollwertiger Rückzahlungsanspruch bestehen muss. Und vollwertig ist er nur dann, wenn das Risiko null ist. Wir haben darüber gesprochen, dass dieser Satz zwei Varianten hat. Der hat also einmal diese Variante mit dem vollwertigen Rückzahlungsanspruch. Und zum anderen hat er die Variante mit Gewinnabführungs- oder Beherrschungsvertrag. Warum steht beim Gewinn oder Gewinnabführung oder Beherrschungsvertrag nichts über Rückzahlungsansprüche? Wie funktioniert ein Gewinnabführungs- oder Beherrschungsvertrag? Wer von Ihnen macht Konzernrecht gerade jetzt? Bei Herrn Koch? Keiner. Wird nicht angeboten? Das ist ein Skandal. Die wichtigste Veranstaltung überhaupt. Ja, wenn Sie mal, hat einer von Ihnen Aktiengesetz dabei? Ja. Wenn wir mal ins Aktiengesetz reingucken, gibt es einen Paragraphen 302. Nicht, dass ich ihn auswendig kennen würde, aber ich weiß, dass es da drin steht. 302, eine ganz bemerkenswerte Norm. Lesen Sie einfach nur mal den Satz 1. Was steht da so drin? Mal selber gucken. Denn sonst bin ich hier aufgeschmissen. Was sagt Ihnen diese Norm? Rein intuitiv. Ohne jetzt Fachleute zu sein für Konzernrecht. Nur Absatz 1, wir müssen nicht den ganzen Kram mit dahinter stehen, das ist alles ziemlich verworren. Ja. Im Prinzip wird dann eine Ausgleichspflicht für Fehlbeträge nominiert. Ja. Was ist denn ein Fehlbetrag? Das war die Testfrage. Wenn da drin steht, in der Tat, so hat der andere Vertragsteil jeden sonst entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen. Was soll das denn bedeuten? Was sagt Ihnen das denn? Was meinen Sie? Also ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es meint, dass die Aktiv- und Passivseite ausgeglichen werden muss, wenn quasi keine genaue Summe identifiziert besteht. Also Sie sagen, wenn es eine Überschuldung geben würde, das heißt, wenn es mehr Passiver gibt als Aktiver, dann muss sozusagen wieder auf Null gesetzt werden. Das wäre aber ein bisschen blöd, weil da muss man erstmal warten, bis Überschuldung eingetreten ist und dann wird die Insolvenz gerade noch im letzten Moment verhindert. Das ist noch viel weiter. Jahresfehlbetrag meint ganz einfach der Verlust, der im Laufe eines Jahres aufgetreten ist. Das heißt, wenn Sie am Anfang des Jahres 100.000 in der Kasse hatten und am Ende des Jahres 90.000 in der Kasse haben, ist der Jahresfehlbetrag 10.000. Wenn Sie am Anfang des Jahres 1 Million in der Kasse hatten und am Ende des Jahres nur 990.000, müssen Sie auch wieder 10.000 Euro nachzahlen. Wenn Sie 1 Million in der Kasse hatten und 0 in der Kasse am Ende des Jahres sind, müssen Sie 1 Million nachzahlen. Sie müssen die Gesellschaft wieder so stellen, wie sie gestanden hat am Jahresanfang. Das heißt, jeden Verlust, der im Laufe des Jahres auftritt, müssen Sie ausgleichen. Und das Bemerkenswerte ist, es ist keine Schadensersatzhaftung oder irgendwas, es ist einfach eine objektive Pflicht. Wer einen solchen Vertrag abschließt,
muss jeden Verlust ausgleichen. Immer. Sofort. Jetzt fragen Sie sich, warum ist das so? Ist auch völlig ungerecht. Warum sollte jemand so einen Vertrag abschließen? Klingt ja so wie selbstschuldnerische Bürgschaft oder Schuldbeitritt oder irgendwie sowas. Die Antwort dazu finden Sie auch im Konzernrecht. Konzernrecht ist einfach, da steht alles drin. Gucken Sie mal in Paragraph 308, müsste das sein. Hier funktioniert natürlich nichts. Toll. 308 Absatz 1, Satz 1 sagt nämlich, aufgrund eines Beherrschungsvertrages, wie der Name schon sagt, haben Sie die Herrschaft. Das heißt, Sie können dem Unternehmen direkt Weisungen erteilen. Sie können also sagen, macht das so. Und macht so, wie ich will. Und wenn die es nicht so machen, dann sind die vertragswidrig. Dann können Sie die halt verklagen darauf, dass sie das tun, was sie ihnen sagen. Im Grunde ist es also legalisierte Sklaverei. Das Unternehmen muss das tun, was sie ihm sagen. Und das gilt sogar für Aktiengesellschaften. Das heißt, sie können eine Aktiengesellschaft haben und wenn sie einen Beherrschungsvertrag abgeschlossen hat, tanzt der Vorstand nach ihrer Pfeife. Sie sagen, mach und er macht was. Sie wissen, die Hauptversammlung hat nichts zu sagen, 119.2. Das herrschende Unternehmen hat die absolute Macht. Was passiert bei einem Gewinnabführungsvertrag, ist noch viel einfacher. Jeder Cent, der Gewinn gemacht wird, den kriegen Sie. Da gibt es keine Dividende, alles, was an Gewinnen kommt, steht Ihnen zu. 100% der Gewinne kriegen Sie. Und das Gesetz sagt, wenn Sie einen dieser beiden Verträge abschließen, einen Gewinnabführungsvertrag oder einen Beherrschungsvertrag, müssen Sie auch als Ausgleich dafür alle Verluste ausgleichen. Weil im Grunde die Tochtergesellschaft Ihre reine Marionette ist. Ja? So. 302 Aktiengesetz, Verlustausgleichspflicht. Die spielt jetzt bei unserem 31 insoweit eine Rolle, als der 31 sagt, wenn die Muttergesellschaft sagt, gib mir all dein Geld, dann dürfen sie das nicht verweigern, weil sie sagen, oh mein Stammkapital. Denn die Mutter muss ja am Jahresende ohnehin jeden Verlust wieder ausgleichen. Das heißt, jeden Cent Verlust, den sie machen, kriegen sie eh wieder. Sie kriegen keinen Gewinn, weil der Gewinn geht eher an die Mutter, aber jeder Verlust wird ausgeglichen. Und damit geht das Gesetz davon aus, dass dann bilanziell immer alles beim Alten bleibt. Sie können direkt sozusagen für alles, was Sie auszahlen, einen Anspruch gegen die Mutter auf Verlustausgleich verbuchen und dann sind Sie immer bei Null. Es bleibt immer gleich. Klar die Logik? Auch wenn Sie nie über Rückgewehr sprechen, Sie haben eh die Verlustausgleichspflicht und die tritt Kraft Gesetzes ein, die ist auch nicht abdingbar, die ist einfach immer dabei. So, und das bringt uns jetzt zu dem Problem, was der Kollege eben angesprochen hat. Nur bei der ersten Variante mit der Rückgewehr steht vollwertig dabei. Bei der zweiten Variante mit Gewinnabführung oder Beherrschungsvertrag steht nichts von vollwertig. Sie sehen das, es gibt zwei Varianten. Die erste Variante ist die Unternehmensvariante und die zweite Variante ist die Rückgewehranspruchsvariante in § 30 Absatz 1 Satz 2. Das ist ein Redaktionsversehen des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber meinte nämlich eigentlich, dass in beiden Varianten, also sowohl in der Variante der Rückgewehr als auch in der Variante des Verlustausgleichsanspruchs, geprüft werden muss, ob der andere Teil zahlungskräftig ist. Wenn der nicht zahlungskräftig ist, hat man sozusagen immer einen Anspruch gegen den auf Ersatz. Ah ja, die zweite Frage ist, was ist der gegenständliche Schutz dem gegenüber? Wenn das der bilanzielle Schutz ist, dass wir sagen, ich kann tauschen Anspruch gegen Gesellschafter, gegen Bargeld und umgekehrt, was heißt dann gegenständlicher Schutz? Ja? Dass dieser Aktivtausch gerade nicht gestattet ist. So ist es. Dass ein Aktivtausch nicht gestattet ist, das heißt, das Geld muss so in der Kasse bleiben, wie es vorher drin war. Also wenn vorher Bargeld drin war, dürfen Sie kein Bargeld entnehmen. Sie müssen einfach gucken, dass das Geld immer über dem Stammkapital ist, bevor Sie auch nur einen Cent rauskriegen. Jetzt unser Test. Was meinen Sie, welcher Schutz ist für Sie als Gläubiger besser? Oder ist das egal? Kann Ihnen das egal sein, ob gegenständlich oder bilanziell, oder ist einer von den beiden für Sie besser? Ja, im Volksmund heißt es ja so schön, nur Wahres ist Wahres. Ja. Also ich
Ja, nur Bares ist Wahres. Ja. In der Tat, es gibt das Risiko, dass der Geschäftsführer sich irrt. Er war gar nicht vollwertig. Da hat er einen Aktivtausch vorgenommen, obwohl der eine Anspruch weniger wert war. Das ist auch denkbar. Ja, was gibt denn der GmbH mehr Spielraum? Ich dachte jetzt die finanzielle Kontrolle, aber. Ich frage Sie mal so. Ja, so habe ich mir gedacht. Was sagen Sie so als alter Bilanzrechtler? Ich würde vermuten, dass der gegenständliche, dass das einem mehr Spielraum bietet, einfach weil man das Geld noch hat, dann mit der Arbeit. Ja, in der Tat, das Problem ist, mit Forderungen gegen die Gesellschafter kann die GmbH schlecht Verträge abschließen. Wenn die GmbH, sagen wir mal, neue Autos kaufen will und sagt, ja, in unserer Kasse befindet sich momentan ein Zettel, wo drauf steht, wir haben einen Anspruch gegen den Gesellschafter, können die davon kein Auto kaufen. Der Verkäufer des Autos wird diesen Schuldschein nicht annehmen. Wenn sie Bargeld in der Kasse haben und Anspruch gegen eine Bank, können sie damit Geschäfte abschließen. Das heißt, diese Aushöhlung durch den bilanziellen Schutz hindert die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft. Und dadurch kann die Gesellschaft weniger Gewinne machen und wird handlungsunfähig. Der BGH hat bis 2008 gesagt, der Schutz des § 30 ist gegenständlich und der Gesetzgeber hat das im Rahmen des MOMIG abgeschafft. Wir haben eine Parallelnorm zu dem § 30 Absatz 1 Satz 2 in § 19, wenn Sie da mal reingucken wollen. § 19 GmbH-Gesetz. Und wenn Sie da mal schauen wollen in Absatz 5, dann sagt Ihnen Absatz 5, gibt es auch da wieder dieses Hin- und Her-Zahlen. Das heißt, die Norm sieht ausdrücklich vor, dass Sie hingehen, sagen, ich gründe jetzt eine GmbH, zeigen dem Notar den Geldkoffer vor und sagen, hier sind 25.000 Euro, die habe ich in bar. Im Übrigen bin ich ein zahlungskräftiger Mensch und jetzt gewährt mir der Geschäftsführer der GmbH ein Darlehen in Höhe von 25.000 Euro. Die kriege ich also sofort wieder zurückgezahlt. Die GmbH startet sozusagen ohne einen einzigen Cent Bargeld, obwohl ich eine Bargründung habe. Stattdessen hat die GmbH nur einen Anspruch gegen mich auf Rückzahlung des Darlehens. Das sieht das GmbH-Recht ausdrücklich vor, das heißt, die GmbH braucht kein Stammkapital zu haben, es reicht, wenn sie einen Anspruch hat. Ob das schön ist, ist eine andere Frage, aber so sieht das Gesetz es gegenwärtig vor. So, wenn Sie jetzt diese Aussage zu der Aussage eben zu UG-Haftungsbeschränkt dazugeben, ist dann die GmbH wirklich noch so, wie sie früher mal war, sozusagen, bekannt und bewährt, unverändert, gleichwertig? Oder meinen Sie, das hat Einfluss auf die Kreditwürdigkeit der GmbH, dass man sagt, naja, ob die jetzt Geld in der Kasse haben oder nur einen Schuldschein ihrer Gesellschafter, wissen wir gar nicht mehr. Ja? So einen richtigen Unterschied macht es aber doch eigentlich noch gar nicht. Denn der Schutz besteht ja nur gegenüber der Gesellschaft, ob die Gesellschaft jetzt wirklich noch Geld hat, ist ja überhaupt nicht gesagt. Ja. Ob die Gesellschaft wirklich noch Geld hat, ist nicht gesagt. Aber was können Sie wissen als Gläubiger? Dass zumindest der Gesellschafter das Geld nicht hat, dass der nicht in die Kasse greift. Okay, und warum ist das für Sie wichtig zu wissen, dass der Gesellschafter nicht in die Kasse greifen kann? Dass der sozusagen als Letzter sozusagen sein Geld kriegt? Also nach Ihnen zumindest. Dass die erst Geld sehen, wenn Sie komplett bezahlt worden sind. So ist es. Der Gesellschafter weiß deutlich mehr als Sie als Gläubiger. Das heißt, der Gesellschafter hat viel mehr Manipulationspotenzial. Und wenn der vorrangig vor Ihnen befriedigt würde, dann wären Sie sozusagen der Dumme. Das kann nicht sein vom Ergebnis. Also ist die einzig logische Erklärung, dass man sagt, der ist der Letzte, der drankommt,
Und wenn er vor sich Geld nimmt, dann ist das böse. Wie gesagt, für das Stammkapital sieht das Gesetz das anders. Für das Stammkapital sagt das geltende GmbH-Recht, ist nur ein bilanzieller Schutz gewährt. Wir haben bei der UG haftungsbeschränkt aber nicht nur das Stammkapital. Bei der UG haftungsbeschränkt haben wir, wenn Sie mal § 5a aufschlagen, einen weiteren Schutz durch eine gesetzliche Rücklage. Gesetzliche Rücklage haben Sie vielleicht schon mal gehört im Aktienrecht. Aktienrecht haben Sie aber schon mal angehört, oder? Ja, doch. Im Aktienrecht haben Sie schon mal was gehört von der gesetzlichen Rücklage. Hier haben wir auch in der GmbH eine gesetzliche Rücklage. Der wesentliche Unterschied zum Aktienrecht ist, die ist nicht gedeckelt. Also die gesetzliche Rücklage wird immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr, bis sie irgendwann unendlich viel ist. Ja? So die kleine Raupe Nimmersatt, die frisst immer ein bisschen, aber immer mehr und irgendwann wird sie riesig groß. Oder zu einem Schmetterling, den nennt man dann GmbH. Das Bemerkenswerte bei dieser gesetzlichen Rücklage ist, selbst wenn die mehr als 25.000 Euro beträgt, werden sie nicht zur GmbH. Die gesetzliche Rücklage bleibt gesetzliche Rücklage. Um zur GmbH zu werden, müssen Sie eine Kapitalerhöhung vornehmen. Das heißt, Sie müssen Geld aus der gesetzlichen Rücklage rausnehmen und das in das Stammkapital reintun. Das hat nichts mit Umbuchen auf Konten zu tun, sondern es ist schlicht eine Satzungsänderung. Sie sagen, das ist ab sofort Geld, was Stammkapital ist. Und bisher war es gesetzliche Rücklage. In dem Moment, wo Sie das machen, wo sozusagen die 25.000 von rechts nach links verschieben, können Sie den Rest der gesetzlichen Rücklage einfach verteilen. Die ist dann weg. Die verschwindet in der Sekunde, wo Sie das Stammkapital erhöhen. Warum ist das so? Weil der Gesetzgeber sagt, die GmbH ist viel cooler und wenn ich eine GmbH habe, dann brauche ich keine gesetzliche Rücklage mehr. Jetzt die Frage, fühlen Sie sich wohl, wenn Sie wissen, die UG haftungsbeschränkt hat eine gesetzliche Rücklage und diese gesetzliche Rücklage darf nach dem Gesetz nur verwendet werden für eine Kapitalerhöhung oder zur Deckung von Schulden. Das heißt für Sie. Sie kriegen die oder es wird das Kapital erhöht. Die Gesellschafter kommen an die gesetzliche Rücklage nicht dran. Frage: Gibt Ihnen das ein gutes Gefühl? Und ein Viertel der Gewinne kriegen Sie sozusagen jedes Jahr noch drauf. Die wird jedes Jahr mehr, wenn Gewinne gemacht werden. Gibt Ihnen das ein gutes Gefühl als Gläubiger? Oder sagen Sie wieder, ist mir doch egal, ich weiß ja eh, dass da nicht genug Geld ist, um meine Schulden zu befriedigen. Also meine Forderungen sind mehr als alles, was da jemals sein wird. Ja. Also im Grundsatz würde das eigentlich kein besonders gutes Gefühl geben, weil das ja nur ein Viertel des Jahresüberschusses sind. Es kommt aber immer darauf an, mit was für ein Unternehmen ich zu tun habe. Das kann ja auch ein extrem innovatives Unternehmen sein, welches irgendwie Millionen Jahresüberschüsse erzielt. Und da ist ein Einfachrücklagen vielleicht ein bisschen stabiler als bei einem Unternehmen, das vielleicht auch in den Kinderschuhen steckt und noch nicht so viele Jahresüberschüsse. Ja, in der Tat, Sie sagen also, wenn hohe Jahresüberschüsse sind, ist das gut, wenn die niedrig sind, ist das schlecht. Was würde denn passieren, wenn die wirklich hoch sind, wenn die 1 Million Jahresüberschuss haben? Würden Sie sich dann freuen? Ich würde eigentlich vermuten, dass dann die Gesellschafter schnellstmöglich in der GmbH sich umwandeln werden, die Gesellschaft einfach um an die Gesellschaft. Das denke ich auch. Also wenn die 1 Million im Jahr Gewinn machen, oder auch nur in einem Jahr 1 Million Gewinn machen, dann werden die das so schnell wie möglich in GmbH umwandeln, weil es kostet sie nur 25.000 Euro minus das, was schon eingezahlt ist, das Stammkapital. Und den Rest können sie dann locker verteilen. Das heißt, hohe Gewinne wären für sie recht unattraktiv, weil die werden eh sozusagen weg, dann landen sie bei 25.000. Also 25.000 ist effektiv die Grenze, mit der sie rechnen können. Alles, was da drüber ist, ist Glücksspiel sozusagen, ob die das stehen lassen oder Kapitalerhöhungen machen. Wenn Sie Gesellschafter sind, meinen Sie, diese gesetzliche Rücklage stört Sie? Denn Sie wissen, Sie müssen ein Viertel des Jahresüberschusses in eine Rücklage einzahlen.
sagen wir mal, sie machen nicht 1 Million Jahresgewinn, sondern sie machen 20.000. Was hat das für eine Folge für Sie? Wie viel Dividende kriegen Sie maximal, wenn Ihre Ein-Personen-UG haftungsbeschränkt einen Gewinn macht von 20.000 im Jahr 2015? Ja, 15.000, weil ich 5.000 jetzt zurückstellen. Genau. Sie müssen ein Viertel, also 5.000 zurückstellen, das heißt, 15.000 kriegen Sie maximal raus. Wie viel würden Sie rauskriegen, wenn es eine GmbH wäre? 20.000, ich kann ja alles rausgeben. Ja, wenn es eine GmbH wäre, können Sie 20.000 rausgeben. Jetzt, was könnten, auf welche Idee könnten Sie kommen, um mehr rauszukriegen? Was können Sie als schlauer Ein-Personen-UG haftungsbeschränkt Gesellschafter, Geschäftsführer tun? Ja, Sie können sich den Gewinn kleinrechnen, das bringt Ihnen aber auch nur bedingt, was Sie wollen, es ja ausgezahlt haben. Wenn Sie ihn kleinrechnen, dann haben Sie kein Geld in der Kasse sozusagen. Das wäre eine schlaue Überlegung. Sie müssen nämlich Schulden in gleicher Höhe aufbauen. Das heißt, wenn Sie es als Darlehen auszahlen, hat Ihre Frau ein Darlehen. Das Blöde ist nur, die muss wieder zurückzahlen. Seien Sie mal kreativer, was kann man machen, um Geld auszugeben? Ja, das könnten Sie machen, aber das wäre auch unglaublich, das auch in der Gesellschaft. Sie wollen es ja rauskriegen. Ich kann mir ein tolles Auto kaufen, ein Geschäftsauto. Das ist eine schlaue Idee. Sie können sich ein Geschäftsauto kaufen, mit dem Sie durch die Gegend fahren. Das ist eine Variante. Es gibt noch eine viel einfache Variante. Was würden Sie tun? Ja, natürlich. Sie können sich als Gehalt auszahlen. Sie können auch irgendwas auf ein Blatt Papier kritzeln und sagen, ich habe hier ein Logo entworfen, das lizenziere ich an meine Gesellschaft für 1 Million pro Jahr. Das können Sie locker machen, weil da haben Sie einen Lizenzvertrag. Wenn Sie jetzt einen Steuerrechtler fragen, wird er Ihnen sagen, das kennen wir alles schon. Das machen die Leute nämlich immer gegenüber dem Finanzamt. Sie wissen, wenn Sie Gewinne an Gesellschafter ausschütten, ist das hier steuerlich relativ schlecht. Sie zahlen zum einen die Körperschaftssteuer und zum anderen zahlen Sie Einkommensteuer auf die Dividende. Deshalb versuchen die Gesellschafter das eigentlich immer schon seit 100 Jahren, solche Sachen nicht als Gewinn auszuschütten, sondern aufgrund von Verträgen. Da kriegen sie auch noch Vorsteuerabzug, das ist eine tolle Sache, da machen sie sozusagen doppelten Gewinn bei. Wie nennt man das denn im Steuerrecht, wenn man sozusagen Sachen, die eigentlich Gewinn sind oder als Dividende ausgeschüttet wurde, so auf anderen Umwegen, als Gehalt oder als Dienstwagen oder als Lizenzgebühr an die Gesellschafter auszahlt? Ja, das nennt man eine verdeckte Gewinnausschüttung. Und jetzt kommt die spannende Frage, die Sie auch als Nichtsteuerrechtler beantworten können müssten, intuitiv. Woran erkennen Sie eine verdeckte Gewinnausschüttung? Woher wissen Sie denn, dass es eine verdeckte Gewinnausschüttung ist? Die sich ja hier jetzt stellt, nicht wegen Steuerrecht nochmal. Es geht nicht um Steuerrecht, sondern es geht hier darum, dass die Leute versuchen, zum Nachteil der Gläubiger die gesetzliche Rücklage niedrig zu halten und möglichst komplette Geld sich in die eigene Tasche zu wirtschaften. Woher wissen Sie, ob es nicht sozusagen ein normaler Kaufvertrag ist oder ein Schenkungsvertrag oder ein Darlehensvertrag oder was auch immer, sondern hier eine verdeckte Gewinnausschüttung? Woran erkennen Sie die? Ja? In der Tat, das ist der Ansatz, den man wählt. Man geht hin und guckt, was würde die Gesellschaft oder irgendjemand anderes für diese Leistung bezahlen. Das heißt, Sie müssen fiktiv gucken, wie viel ist diese Leistung auf dem Markt wert. Und wenn Sie mehr bezahlen als der Durchschnittsmensch, also als der normale, rational denkende Unternehmer, dann ist es eine Gewinnausschüttung. Dann wollen Sie ihm sozusagen was Gutes tun. Also wenn es eine gemischte Schenkung wäre, würden Sie sagen, das geht nicht. Und da werden berücksichtigt in der Tat auch die Gebrauchsvorteile. Also wenn der jetzt einen dicken Porsche kauft als Dienstwagen, ist das ein Gebrauchsvorteil, den üblicherweise ein Geschäftsführer nicht kriegt, bei einer kleinen UG haftungsbeschränkt. Also ist es eine verdeckte Gewinnausschüttung. Und die betrifft nicht nur den Gesellschafter selber, das wäre nämlich total leicht zu umgehen, sondern natürlich auch alle nahestehenden Personen. Das heißt, er kann nicht seiner Frau sozusagen das Auto zur Verfügung stellen. Oder wenn seine Frau Gesellschafterin ist, kann er es nicht kriegen. Also all diese tollen Umgehungen gehen auch nicht. Jetzt kommen wir zum praktischen Problem. Das klingt ja alles ganz super. Die Frage ist, wer überprüft das denn und wann?
Das Finanzamt möglicherweise, aber da geht es nur um Steuern. Bei Steuern sagen sie am besten die Wahrheit, aber hier geht es nicht um Steuern. Hier geht es ja um gesetzliche Rücklage. Wer kontrolliert das? Jetzt sagen sie nicht die BaFin, weil die BaFin ist es nicht. Die kontrolliert nicht die UG-Haftungsbeschränkte in Deutschland. Ja? Wenn es zu dem Fall kommt, dass sie nicht zurückzahlen können, dann müssen sie einen Insolvenzverfahren machen. Ja? Der Verwalter, der kriegt dann eine Einwilligung, nicht? Ja? Der kann das dann klären und mit der Insolvenz anfechten und kann dann das Geld zurückholen. In der Tat, der Insolvenzverwalter kann es erkennen und kann das Ganze anfechten als inkongruente Deckung. Was machen Sie, wenn Sie vor dem Insolvenzverfahren sind? Sie sind Gläubiger und die schulden Ihnen 100.000 Euro und die vertrösten Sie immer und sagen, ja, momentan haben wir kein Geld. Kommt aber wieder rein, keine Sorge, wir haben ja noch Außenstände, wir sind theoretisch, wir haben eine Fortführungsprognose, wir sind nicht insolvent. Das sagen die Ihnen. Sieht gut aus, kommt alles wieder. Machen Sie keine Sorgen. Ja, aber wenn Sie kann man nicht zahlen, dann kann ich doch einen Insolvenzantrag. Ja, aber da kommt auch die Fortführungsprognose an. Dann sagen die, das kommt ja wieder rein. Wir haben eine Zahlungslücke, aber theoretisch sind wir zahlungsfähig. Vorübergehende Zahlungsunfähigkeit ist irrelevant für Insolvenz. Wenn die das darlegen und das glaubhaft ist, haben sie Pech gehabt. Oder noch schlimmer, der Insolvenzverwalter kommt und sagt, da ist nicht genug Geld da. Massearmut, die kriegen noch nicht mal mich bezahlt, geschweige denn die Schulden gedeckt. Dann wird das Ganze mangels Masse abgewiesen. Was tun sie denn dann? Weinen? Ach, Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft bringt Ihnen seltenst Geld, kann ich Ihnen sagen. Die Staatsanwaltschaft wird bei Wirtschaftskriminalität oft sehr vorsichtig vorgehen, weil es einfach viel Arbeit ist. Vertrauen Sie nicht auf den Staatsanwalt. Das Strafrecht ist nicht der Büttel des Zivilrechts, würden die sagen. Lassen Sie uns in Ruhe mit Ihren privaten Forderungen, das ist nicht unser Ding. 153a geringe Schuld wird eingestellt. Also, Schritt 1 ist, Sie sollten die verklagen, die UG-Haftungsbeschränkt. Dann haben Sie einen Titel. Jetzt sagen Sie, ich versuche zu vollstrecken, ist nichts da. Was tun Sie, wenn nichts da ist? Ja, Sie können anfangen, Sachen zu fänden. Das Problem ist, da muss etwas da sein. Ja? Sie können die Geschäftsführer verklagen. Wann haften die denn? Ja, wenn es vorsätzliche Sitten wie die Geschädigung ist, dann kriegen sie die dran. Existenzvernichtender Eingriff, dann kriegen sie den dran. Bei der Einpersonenhaft GmbH, bei der Einpersonen UG haftungsbeschränkt, würden sie dran kriegen. Viel einfacher. Sie können theoretisch natürlich diese Ansprüche auf Einlage erbringen, fänden und sagen, hier, das ist eine verbotene Auszahlung gewesen. Das heißt, ich fechte diese Auszahlung an nach dem Anfechtungsgesetz. Oder ich sage hier sogar 812. Die GmbH hat einen Anspruch aus 812 Absatz 1, Satz 1, erste Variante. Leistung an den Gesellschafter ohne Rechtsgrund, weil wir haben ein Verbotsgesetz. 5a Absatz 2, es darf nicht ausgeschüttet werden. Und deshalb bitte wieder zurückzahlen. Und den können Sie fändlich überweisen lassen. Also, Sie kriegen Ihr Geld. Das Letzte haben wir dann nicht mehr gemacht, aus Zeitgründen, Eigenkapitalersatzrecht. Wenn wir uns diesen 30 Absatz 1 ansehen, dann sehen Sie in § 30 Absatz 1 nicht nur einen Satz 2, sondern viel schlimmer noch, es geht noch weiter. Ja, hier geht nichts weiter, weil mein Handy nicht funktioniert. Der letzte Satz von dieser Norm sagt Ihnen, also Satz 3, Satz 1 ist zudem nicht anzuwenden auf die Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens und Leistungen auf Forderungen aus Rechtshandel, die einem Gesellschafterdarlehen wirtschaftlich entsprechen. Dazu muss ich Ihnen jetzt eine lange Geschichte erzählen, die 2 Minuten dauert. Es gab früher schlaue Gesellschafter. Die haben eine Gesellschaft gegründet mit einem Stammkapital von 25.000 Euro. Wussten aber, die brauchen eigentlich 100.000 Euro.
Die Differenz zwischen 25.000 Euro und 100.000 Euro haben Sie durch Darlehen gewährt. Das heißt, Sie haben der GmbH ein Darlehen in Höhe von 75.000 Euro gewährt. Und damit hatte die GmbH die 100.000 Euro und konnte ihre Geschäfte machen. Wenn nun aber die GmbH in die Krise fiel, waren die Gesellschafter die ersten, die ihr Darlehen zurückforderten und sagten, oh, wir kündigen das Darlehen, zahl uns mal die 75.000 Euro zurück. Dann hatten die Gesellschafter 75.000 Euro und die anderen Gläubiger hatten noch 25.000, die sich schlagen konnten. Das fand die Rechtsprechung extrem ungerecht, weil die gesagt hat, die Gesellschafter sind die Einzigen, die Krise kannten, die anderen kannten sie nicht und die haben sich zuerst ihr Geld zurückgeholt. Das ist Räuberei. Und der BGH hat dann gesagt, naja, was die eigentlich gemacht haben ist, sie haben scheinbar Fremdkapital gewährt, scheinbar ein Darlehen gewährt, aber das ist eigentlich ein Scheingeschäft gewesen. Denn ein vernünftiger Gesellschafter hätte kein Fremdkapital gewährt, sondern hätte eine Kapitalerhöhung gemacht, hätte von vornherein 100.000 eingezahlt. Und in dem Moment, wo ich sozusagen die Krise der Gesellschaft abwende, nicht durch Einzahlung von frischem Eigenkapital, sondern die Krise abwende, indem ich Darlehen gewähre, muss mein Darlehen so behandelt werden wie eine Kapitalerhöhung. Und da das Geld nicht zurückgezahlt werden darf, ist auch dieses Geld, was ich als Darlehen gewährt habe, gesperrt, solange die Gesellschaft es braucht. Das nannte der BGH Eigenkapitalersatz mit der Überlegung, das Darlehen ersetzt Eigenkapital. Deshalb Eigenkapitalersatz. Das war eine brillante Theorie des BGH. Die fand der Gesetzgeber sogar so toll, dass er sie geregelt hat in 32a, 32b GmbH-Gesetz. Wenn Sie da jetzt reingucken wollen, werden Sie feststellen, steht aufgehoben. Die sind nämlich weg. Also so toll war das. Da hat der BGH gesagt, naja, was da im Gesetz steht, ist eh Schwachsinn. Wir machen unsere alten Regeln neben dem Gesetz. Da hatte man sozusagen doppelten Schutz, einmal den BGH-Schutz, einmal den gesetzlichen Schutz. Und all das hat dazu geführt, es gibt ganze Bücherwände, wo Bücher zum Eigenkapitalersatzrecht drinstehen. Denn immer dann, wenn eine Gesellschaft insolvent wurde, kam der Insolvenzverwalter und hat gesagt, ja, und das ist Eigenkapital, und das ist Eigenkapital, und das ist Eigenkapital, und das kriegt ihr nie wieder zurück. Und wenn ihr das zurückbekommen habt, müsst ihr das wieder einzahlen. Das war eine Riesenbranche. Der Gesetzgeber hat das alles abgeschafft. Deshalb gibt es diesen Paragraphen 30 Absatz 1 Satz 3. Die Rückgewähr von Darlehen ist kein Verstoß gegen die Kapitalerhaltung. Ja? Jetzt sagen Sie sich, na toll, dann können die Schweinerei ja jetzt machen. Nein, der Gesetzgeber hat das Problem an anderer Stelle geregelt, nämlich im Insolvenzrecht. Und im Insolvenzrecht steht jetzt ganz einfach drin, wenn das Darlehen noch da ist, wird das nachrangig gegenüber allen anderen Gläubigern befriedigt. Wenn jeder andere Gläubiger eine 100%-Quote zurückgekriegt hat, dann kriegen die Gesellschafter ihr Darlehen zurück. Ja, also wenn alle anderen 100% kriegen, kriegen die dann den Rest. Die zweite Aussage ist, wenn die Gesellschafter das Geld vorher zurückzahlen haben lassen, dann ist das Ganze anfechtbar, dann geht das wieder zurück an die Gesellschaft, wenn der Insolvenzverwalter das anficht. Das heißt, auch die Rückzahlung an die Gesellschafter in Verstoß gegen die Nachrangigkeit ist anfechtbar und damit kriegt die Gesellschaft das Geld zurück. Damit wollte der Gesetzgeber das Ganze allgemein lösen. Es kommt nicht auf Böswilligkeit oder irgendwas an, auch wenn Sie nichts wissen, müssen Sie Darlehen zurückzahlen. Sinn dahinter ist, wir wollen verhindern, dass die Gesellschafter vorrangig ihr Geld zurückkriegen, denn die wissen am meisten und deshalb sind die auch diejenigen, die darunter leiden müssen, wenn die Gesellschaft den Bach untergeht. Zwei Ausnahmen. Das eine ist, wenn Sie Minderheitsgesellschafter sind, mit ganz kleiner Beteiligung, dann können Sie diesen Vorsprung nicht geltend machen, weil Sie gar nicht so viel Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Deshalb dürfen Sie Darlehen gewähren und kriegen das Geld auch wieder vorrangig zurück. Oder gleichrangig mit den anderen. Zweite Ausnahme, wenn Sie das Darlehen speziell zu Sanierungszwecken übernehmen und gleichzeitig erstmalig Gesellschafter werden. Das heißt, Sie sind der weiße Ritter, der kommt und sagt, ich rette euch aus der Insolvenz, kaufe ein paar Anteile und gebe ein Darlehen, dann sind Sie ebenfalls nicht nachrangig. Der Sinn ist, man will die Sanierer schützen, damit sie noch sich beteiligen.
Gut, auch das ist nicht so spektakulär. Wir kommen aber jetzt endlich zu unserem wichtigen Thema, der Geschäftsführer. Der Geschäftsführer ist derjenige, der an der Spitze steht. Und die erste Norm, die Sie kennen müssen, ist Paragraph 6. Sie erinnern sich, wir haben gesprochen über Paragraphen 2, 3, 4 und 5. Paragraph 6 regelt den Geschäftsführer, und zwar wie der Geschäftsführer wird, wie er bestellt wird. Die weiteren Normen finden Sie in Paragraphen 35 folgende. Da steht nämlich drin, was der Geschäftsführer macht. 35 sagt, er vertritt die Gesellschaft, und wenn Sie 43 gucken, regelt der die Haftung. Und am Ende der Kette ist dann natürlich auch die Abberufung. Wie werde ich ihn wieder los? Das steht in Paragraph 38. Was Sie abgrenzen müssen, ist die schuldrechtliche Anstellung. Denn Sie sehen hier in dieser Kette steht nirgendwo was von Gehalt. Der kriegt keinen Cent Geld, er kriegt keinen Urlaub, er kriegt keinen Krankheitsausgleich. Das steht alles im GmbH-Gesetz nicht drin. Für all das gilt ganz normal das BGB, in der Regel 611 BGB, schlichter Dienstvertrag. Es kann aber auch ein Auftrag sein, wenn derjenige nämlich umsonst Geschäftsführer ist. Der Geschäftsführer muss kein Gehalt nehmen, er kann umsonst tätig werden. Auch da haben wir eine Anspruchsgrundlage für die Haftung, nämlich 280.1. Wenn der Geschäftsführer also schlechte Geschäfte macht, haftet er sowohl aus GmbH-Recht als auch aus BGB, und der Klausur müssen Sie dementsprechend beide Anspruchsgrundlagen prüfen. Dieses Anstellungs- und Bestellungsverhältnis müssen Sie immer auseinanderhalten. Bestellung ist geregelt im GmbH-Gesetz, Anstellung im BGB, und das sind in der Regel auch zwei separate Verträge. Das eine ist der Anstellungsvertrag und das andere richtet sich nach der Satzung der GmbH. Das heißt, Sie können da durchaus komplett verschiedene Regelungen haben. Sie können im Anstellungsvertrag sagen, du darfst nicht gekündigt werden, aber die Satzung sagt, er darf jederzeit abberufen werden. Der Anstellungsvertrag kann sagen, du haftet für nichts, und die Satzung kann sagen, er haftet für alles. All das ist denkbar. Was steht üblicherweise im Anstellungsvertrag? Da steht drin, welche Rechte er als Angestellter hat. Hat er einen Anspruch auf Urlaub? Kriegt er einen Dienstwagen? Kriegt er ein Weihnachtsgeld? Dann steht da drin Weisungsrechte. Sie kennen das, 106 Gewerbeordnung. Was darf der Chef ihm sagen und was nicht? In welchem Bereich darf er selbstständig handeln? Und schließlich steht da auch drin, wann er gekündigt wird, unter welchen Umständen oder ob der Vertrag befristet ist. All das richtet sich ganz normal nach BGB. Es würden da auch so Sachen geregelt wie Spesen, weil wir haben hier einen Geschäftsbesorgungsvertrag, das heißt einen Dienstvertrag, auf den Auftragsrecht auch Anwendung findet. Das heißt, Sie haben nach 670 einen Anspruch auf Spesen und können sagen, ich habe hier Fahrtkosten gehabt, ich habe Verpflegungskosten gehabt. Die können Sie theoretisch der GmbH in Rechnung stellen. Die Satzung demgegenüber sagt, was darf er im Verhältnis zur Gesellschafterversammlung als Organ tun? Inwieweit ist er im Außenverhältnis, im Innenverhältnis beschränkt, obwohl im Außenverhältnis unbeschränkt ist? Und die Begriffe für die Begründung des Verhältnisses heißen hier nicht Anstellung, Kündigung, sondern Bestellung, Abberufung. Abberufung müssen Sie sich merken, weil das Gesetz spricht von Widerruf der Bestellung in § 38. Der übliche Ausdruck ist aber Abberufung. So. Paragraph 6 Absatz 3 GmbH-Gesetz sagt, wie kann die Stellung des Geschäftsführers sich darstellen. Und grundsätzlich können Sie sagen, dass ein Gesellschafter Geschäftsführer ist, dann können Sie ihn auch dazu verpflichten, die Geschäfte zu führen. Sie erinnern sich, als wir über den Gesellschaftsvertrag gesprochen haben, habe ich gesagt, es kann sinnvoll sein, dass Sie jemanden haben, der Gesellschafter und Geschäftsführer ist und den dazu verpflichten, Geschäftsführer zu sein während seiner Gesellschafterstellung. Wir hatten diese Top-Leute,
die man dann direkt auch am Gewinn beteiligen will. Während bei Dritten brauchen Sie immer einen schuldrechtlichen Vertrag, das heißt diesen Dienstvertrag, der Ihnen verpflichtet, diese Rolle zu übernehmen. Wenn Sie eine mitbestimmte Gesellschaft haben, gibt es zudem einen, der sich speziell mit den Interessen der Arbeitnehmer befassen muss, den sogenannten Arbeitsdirektor. Das ist Mitbestimmungsrecht, gucken wir uns später noch mal ein bisschen grob an, soll uns aber jetzt nicht gerade so interessieren. Sie können das Bestellungsverhältnis mit dem Anstellungsverhältnis verknüpfen durch Bedingungen oder Befristungen, wenn Sie sagen, wenn das eine endet, soll das andere auch enden. Sie können außerdem alternativ ein Recht zur Amtsniederlegung schaffen und sagen, wenn du gekündigt wirst, darfst du auch das Amt des Geschäftsführers niederlegen, beziehungsweise wenn du das Amt niederlegst, dürfen wir dich kündigen. Du kriegst kein Geld mehr, wenn du nicht mehr deinen Job wahrnimmst. Ausnahmsweise können Sie auch einen Anspruch auf Bestellung als Geschäftsführer einräumen. Sie können also sagen, ich garantiere dir, dass du hier nur als Geschäftsführer mit den Befugnissen nach 35 Folgen tätig wirst. Dann kann er die Gesellschafter verklagen darauf, dass sie seiner Bestellung zustimmen. Grundsätzlich können Sie solche Rechte allerdings ausschließlich in der Satzung vereinbaren, weil wenn der Anspruchsgegner die GmbH sein soll, müssen Sie da eine entsprechende Satzungsregelung haben. Sie können aber mit jedem einzelnen Gesellschafter einen entsprechenden Vertrag abschließen, der sagt, du musst dafür stimmen, dass ich Geschäftsführer werde. Das ist ein ganz normaler Vertrag, der ist zulässig. Wichtig, wenn das Verhältnis endet, gibt es keinen Anspruch darauf, dass sie weiter beschäftigt werden. Normale Arbeitnehmer haben ja einen Beschäftigungsanspruch. Wenn der Geschäftsführer rausgeschmissen wird, kann er sich einen neuen Job suchen, beziehungsweise sich beim Arbeitsamt melden und Hartz IV kassieren. Das heißt, er hat keinen Anspruch mehr auf Geld, wenn denn seine Geschäftsstellung beendet ist. Wie erfolgt die Bestellung? Das ist einfach. Zunächst mal können Sie, wenn Sie eine GmbH gründen, direkt in die Satzung reinschreiben, Geschäftsführer ist sowieso. Diese Regelung müssen Sie nicht jedes Mal ändern, wenn Sie einen neuen bestellen, sondern wenn Sie reingeschrieben haben, Geschäftsführer ist sowieso, können Sie auch einfach einen Beschluss fassen, dann wird der neue bekannt gemacht, die Satzung bleibt dann halt unverändert und alt. Die Satzung lügt dann, aber das ist okay. Zweitens können Sie auch den Geschäftsführer nicht in der Satzung benennen, sondern einfach beschließen, sowieso soll er Geschäftsführer sein. Allein dadurch, dass der Name in der Satzung steht, hat er auch keine besondere geschützte Stellung. Sie können ihn mit einfacher Mehrheit neu bestellen oder abberufen. Wenn Sie eine GmbH haben, die der Mitbestimmung unterliegt, kann ausnahmsweise auch eine Bestimmung durch einen Aufsichtsrat erfolgen. Das gilt nicht bei der Drittelbeteiligung bei 500 Arbeitnehmern, sondern setzt voraus 2001 Arbeitnehmer, das heißt das Mitbestimmungsgesetz, beziehungsweise ausnahmsweise hier Montanmitbestimmung, das heißt, wenn Sie irgendwie im Bereich Kohle oder Ähnliches tätig sind, dann reichen auch 1000 Arbeitnehmer. Wenn Sie sich nicht einigen können und die GmbH handlungsunfähig ist, können Sie sich einen Geschäftsführer bestellen lassen vom Gericht. Das heißt, das Gericht benennt dann eine Person, analog 29 BGB. Sie wissen, die GmbH ist genauso wie die AG eine Sonderform des Vereins. Und wenn man sich nicht einig ist, kann das Gericht das bestellen. Und weil ja in der GmbH Vertragsfreiheit gilt, können Sie auch ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten vereinbaren. Sie können damit vereinbaren, dass Sie das Recht haben, einen Geschäftsführer zu bestimmen. Dann schreiben Sie die Satzung rein, Herr Müller bestimmt einen Geschäftsführer. Sie können auch sagen, der Aufsichtsrat wählt die Geschäftsführer, dann haben Sie eine Struktur wie in der Aktiengesellschaft. Auch das können Sie machen. Es gilt Vertragsfreiheit. Die Bestellung als Geschäftsführer ist kein einseitiges Rechtsgeschäft, also nicht wie eine Prokura oder eine Stellvertretung, sondern der Geschäftsführer muss zustimmen. Das heißt, der muss sagen, ja, ich will. Wenn er sagt, ich will nicht, dann müssen Sie sich einen anderen suchen. Das Ganze muss im Handelsregister eingetragen werden. Allerdings, wenn es nicht eingetragen wird, hat das nur die Folge, dass dann § 15 Absatz 1 HGB eingreift. Das heißt, man kann dann sagen, was nicht im Register steht, gilt wohl als richtig. Ansonsten natürlich Ordnungsgeld, wenn man die Pflichten nicht erfüllt.
Wenn jemand als Geschäftsführer eingetragen und bekannt gemacht wird, kann sich der Dritte darauf berufen, kennen Sie alles, 15 Absatz 3 HGB, was im Register steht und bekannt gemacht worden ist, gilt zugunsten Dritter. Im Verhältnis zu den Gesellschaftern gelten die Regeln zum fehlerhaften Gesellschafts- oder Arbeitsverhältnis entsprechend. Das bedeutet, er kriegt weiter sein Gehalt, aber man kann es mit Ex-Nunc-Wirkung beendigen. Es gibt auch noch den besonderen Fall, dass es nicht im Register eingetragen ist, aber jemand einfach tatsächlich die Geschäfte seit Jahren führt. Dann nennt man den faktischen Geschäftsführer und jemand, der das ist, kann im Außenverhältnis einfach Anscheinsvollmacht, wenn er genug Geschäfte getätigt hat, dann gilt er ganz normal nach BGB als befugt. Auch das ist nicht revolutionär. Der Anstellungsvertrag ist ein ganz normaler BGB-Vertrag, bedarf also keiner Form, die brauchen keinen Notar, die brauchen keine Schriftform, die können das sogar konkludent machen. Die GmbH wird grundsätzlich dabei vertreten durch die Geschäftsführer. Das ist ein wesentlicher Unterschied zur Aktiengesellschaft, wo die AG vertreten wird durch den Aufsichtsrat. Hier wird der Vertrag geschlossen von Geschäftsführer 1 mit Geschäftsführer 2. Ausnahmsweise kann aber auch ein Dritter den Geschäftsführer bezahlen. Sie können also hingehen und sagen, ich zahle für die A GmbH einen Geschäftsführer. Das machen Sie im einfachsten Fall im Konzern. Wenn Sie eh 100% Gesellschafter sind, können Sie ihn auch aus Ihrem Privatvermögen bezahlen. Spielt eh keine Rolle, weil Sie kriegen die Gewinne ja ausgeschüttet. Allerdings, wenn Sie jemanden anstellen, der für jemand anderen die Geschäfte führt, kommt es zu einem Problem. Sie haben ein Weisungsrecht als Arbeitgeber, als Chef und können sagen, mach das. Und die Gesellschafter haben ein Weisungsrecht aus 37 GmbH-Gesetz und können sagen, bitte Geschäftsführer, mach das. Und diese Weisungsrechte können sich widersprechen, weil Sie können ja sagen, mach das, die Gesellschaftsversammlung sagt, mach was anderes. Und deshalb sagt man, wenn ein Dritter den bezahlen soll, dann muss dafür eine Satzungsregelung bestehen, um diesen Konflikt auszuräumen. Denn dann hat der Dritte das vorrangige Weisungsrecht, sonst würde damit die Befugnis der Gesellschafter unterlaufen. Und wie gesagt, wenn die Bestellung unwirksam ist, greifen die Regelungen über den fehlerhaften Dienstvertrag. Das heißt, man behandelt ihn so, als sei er wirksam Geschäftsführer und nur für die Zukunft können Sie ihn kündigen. Ja, damit sind wir nun beim Kernproblem, was Sie immer schon machen wollten, nämlich Arbeitsrecht. Sie wollten alle immer schon mal Arbeitsrecht machen und die Kernfrage, die man sich stellen muss, ist, ist der Geschäftsführer Arbeitnehmer? Wer ist Arbeitnehmer? Weiß das jemand von Ihnen? Was muss man tun, um Arbeitnehmer zu werden? Ja? Aha, er ist weisungsgebunden und sozial abhängig. Gut, ist der Geschäftsführer weisungsgebunden einer GmbH? Ja, nach § 37 GmbH-Gesetz muss er im Innenverhältnis die Weisungen der Gesellschafter befolgen. Ist er sozial abhängig? Was meinen Sie? Wann ist man sozial abhängig? Das ist aber die Testfrage jetzt. Wenn Sie schon diese Definition bringen, dann muss es ja irgendwie auch eine Bedeutung haben. Das kann nicht dasselbe heißen wie weisungsgebunden, denn sonst wäre das Merkmal redundant. Ja? So ist es. Also die Idee hinter dem abhängig ist, dass man sagt, man ist an dieser Stelle so eingespannt, dass eine parallele, anderweitige Lebensgrundlage nicht gebildet werden kann. Würden Sie sagen, das trifft auf den Geschäftsführer auch zu? Ist das ein Fulltime-Job, würde man sich fragen. Und die Antwort, was meinen Sie?
Ja, regelmäßig schon. Ja, also ist der Geschäftsführer ein Arbeitnehmer, was meinen Sie? Nein. Aha, nein? Ja, warum denn nicht? Weil es damit nichts zu tun hat. Der Geschäftsführer ist deswegen ein Arbeitnehmer, weil er ja auch Arbeitgeber sein kann. Ja, das ist ja ein tolles Argument. Der Geschäftsführer ist kein Arbeitnehmer, weil er auf Arbeitgeberseite steht. Da haben wir schon so Seiten, das klingt so ein bisschen so wie Arbeitskampfrecht. So. Gleich kommt Herr Wieselski hier rein und sagt, ja, wir streiten für das deutsche Recht. Ja, so muss ich das vorstellen. Ist das so gemeint? So Arbeitgeberseite, das heißt, er sitzt auf der linken Seite und die andere sitzt auf der rechten Seite. Ja, das ist auch gut für ihn. Ja, für den Geschäftsführer schon, aber für die Gesellschaft kann das angedenken werden, weil der ist ja extrem wichtig. Also der hat ja lenkende Kompetenzen und wenn man ihn jetzt besonders schnell austauschen muss, dann, dann ist es natürlich problematisch, wenn man jetzt so schnell nicht austauscht. Und ich meine, da gab es auch so Präzedenzfälle mit dem EuGH, dass da Geschäftsführer den Mutterschutz gehen wollten. Mhm. Ja, eine sehr gute Erkenntnis. Also, in Deutschland haben wir durchaus diese Frage teilweise gesetzlich geregelt. Zum Beispiel im Arbeitsgerichtsgesetz. Steht das hier auf dieser Folie? Nein, auch nicht. Doch, da. Im Arbeitsgerichtsgesetz oder im Kündigungsschutzgesetz oder im AGG, da steht nämlich ausdrücklich drin, das gilt nicht für Geschäftsführer. Das ist einfach. Dummerweise haben wir solche Regelungen nicht in allen Gesetzen drin, sondern nur in manchen. Das Zweite ist, kann ich denn sagen, ich möchte gerne Arbeitnehmer sein und wenn ich eine gute Verhandlungsposition habe, in meinen Dienstvertrag reinschreiben lassen, ich möchte als Arbeitnehmer behandelt werden und der BGH sagt, ja, wenn ich das freiwillig reinschreibe als GmbH, ich kann mich freiwillig im Kündigungsschutzgesetz unterwerfen. Das ist Vertragsfreiheit. Und letzter toller Punkt, das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, okay, wenn er schon nicht Arbeitnehmer ist, haben wir zumindest einen anderen Weg und wir sagen, der Geschäftsführer ist aber Verbraucher im Sinne des BGB. Und wenn er Verbraucher ist, hat das den großen Vorteil als Verbraucher nämlich, ist er nach 310 BGB in besonderer Weise geschützt. Denn die GmbH ist Unternehmer, der Geschäftsführer ist Verbraucher und damit gelten die Klauseln erstmal alle als gestellt. Und damit können wir jede einzelne Klausel, wenn das ein typischer Formularvertrag ist, der Inhaltskontrolle unterwerfen und immer sagen, ja, das ist aber ungerecht. Also wenn er keinen Urlaub hat, das geht aber nicht. Wenn er keinen Kündigungsschutz hat, das geht aber nicht. Wenn er keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall hat, das geht aber nicht. Also das Bundesarbeitsgericht macht es sich insoweit leicht und sagt, wenn der Verbraucher ist, dann können wir sozusagen bei einem Formularvertrag alles Mögliche reinlesen und rausstreichen und können das irgendwie so wieder korrigieren. Das ist die deutsche Rechtslage. Dummerweise haben wir auch Europarecht. Und Europarecht ist unter anderem die Mutterschutzrichtlinie. Und die Mutterschutzrichtlinie sagt uns ganz grob sowas wie, du darfst niemanden rausschmeißen, der schwanger ist. Geschlechtsneutral formuliert. Eigentlich kann man nur sagen, du darfst keine Frau rausschmeißen, die schwanger ist, weil Männer, die schwanger sind, gibt es halt nicht. Und es gab jetzt eine Frau Danosa. Und Frau Danosa war Geschäftsführerin einer GmbH. Sie war nicht Gesellschafterin, sie war angestellte Geschäftsführerin. Und sie war schwanger. Und die Gesellschafter sagten, ne, du fliegst, wir zahlen doch kein Geld für dich, hau bloß ab. Und Frau Danosa klagte sich dann so langsam durch die Instanzen, nicht in Deutschland, irgendwo im Osten, also Ungarn, glaube ich, oder Bulgarien oder irgendwie sowas, einer von diesen komischen Staaten da. Und auf jeden Fall klagte die Instanzen und das wurde dann dem EuGH vorgelegt. Und der EuGH musste prüfen, unterliegt Frau Danosa der Mutterschutzrichtlinie. Und die Mutterschutzrichtlinie sagt, sie gilt für Arbeitnehmerinnen. Also musste der EuGH sich fragen, ist Frau Danosa Arbeitnehmerin im Sinne der Richtlinie? Und er hat in der Tat wieder geprüft, Merkmal 1,
Weisungsgebundenheit? Hat er gesagt, ja, die muss das tun, was man ihr sagt. Merkmal 2, Abhängigkeit. Ja, die kann nicht nebenbei noch einen anderen Job machen, das ist ihr Hauptberuf, ihr Lebensunterhalt. Davon lebt sie. Also, sagt der EuGH, ist es ganz offensichtlich, ist sie Arbeitnehmerin und damit findet die Richtlinie auf sie Anwendung. Das vorliegende Gericht hat aber noch eine andere Frage gehabt, die viel interessanter ist. Es mag ja sein, dass die Frau weiterhin ihr Gehalt kriegt jeden Monat. Aber die Frage, die sich der EuGH stellen musste, ist, hat die auch weiterhin Vertretungsbefugnis für die GmbH? Bleibt die also sozusagen weiterhin Geschäftsführerin, nicht nur im Gehaltszahlungssinne, sondern auch im Tätigkeitssinn? Und der EuGH hat gesagt, aber sicher doch, das hängt untrennbar aneinander. Diese Frau wirst du jetzt nicht mehr los, solange sie dem Mutterschutz unterliegt. Und du hast sie richtig zum Feind gemacht, du wirst schon sehen, was du davon hast. Diese Frau hat jetzt nach außen unbeschränkte Vertretungsmacht für die nächste Zeit, solange sie ihr Kind kriegt. Viel Spaß damit. Ja, also merken Sie sich, in Deutschland, sagen wir, sind Geschäftsführer keine Arbeitnehmer. Auf europäischer Ebene fallen sie relativ problemlos darunter. Der BGH hatte sich 2012 mit einer Konstellation zu beschäftigen, die auch Europarecht unterlag, nämlich dem AGG, dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Und Sie wissen, das AGG basiert auf europarechtlichen Vorgaben. Und im konkreten Fall ging es um Altersdiskriminierung, nicht Männer-Frauen, sondern Jung-Alt. Und die Frage war hier auch wieder, kann ich einen Geschäftsführer ablehnen, weil er zu alt ist? Also wenn ich sage, dich nehme ich nicht, Opa, ich brauche hier junge, fitte Leute für mein Hightech-Unternehmen, alles über 50 ist schon mal out, die haben keine Ahnung von Technologie. Frage, ist das eine zulässige Ablehnung? Und der BGH hat gesagt, auch hier unterliegt der böse oder der liebe Geschäftsführer dem Schutz des Gleichbehandlungsrechts. Das heißt, ich darf niemanden wegen seines Alters oder wegen seiner Herkunft oder wegen seiner Religion oder seiner sexuellen Orientierung oder seines Geschlechts anders behandeln als andere im Hinblick auf die Aufstiegschancen und die Einstellung. Und auch hier wieder, es geht nicht nur darum, dass die Leute Geld kriegen, sondern auch darüber, dass sie nicht vertreten dürfen. Im Übrigen ist der Geschäftsführer aber nach deutschem Recht ziemlich schlecht gestellt. Wie gesagt, er hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung, ein Entgeltfortzahlungsgesetz. Wenn also der Geschäftsführer die Treppe runterfällt und sich beide Beine bricht und im Krankenhaus liegt, kriegt er während dieser Zeit grundsätzlich kein Gehalt. Einzige Ausnahme 616 BGB, den Sie alle kennen, Arbeitsrecht, nicht, Schuldrecht, zweites Semester. Verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit verhindert. Und diese Norm betrifft ausdrücklich nicht nur Arbeitnehmer, sondern alle Dienstverträge. Das heißt, wenn Sie ohne Ihr Verschulden an der Dienstleistung für eine nicht relevante Zeit gehindert sind, typischer Fall ist halt der Arztbesuch, weil Sie irgendwie einen Schnupfen haben, dann kriegen Sie trotzdem während der Zeit weiterhin Geld. Aber der andere typische Fall, Krankenhausaufenthalt wegen ihres Bungee-Jumpings, Pech gehabt, müssen sie halt auf ihr Gehalt verzichten. Noch viel schlimmer für den Arbeitnehmer bzw. für den Geschäftsführer hier ist, dass er keinen Anspruch auf Urlaub hat, Kraft Gesetzes. Theoretisch muss er also 12 Monate durcharbeiten, 24 Stunden. Weder Arbeitszeitgesetz noch Bundesurlaubsgesetz gelten, weder Urlaub noch zeitliche Begrenzung. 24/7, ganze Jahr über. Betriebsverfassungsgesetz gilt nicht. Das bedeutet, der Betriebsrat vertritt nicht die Geschäftsführer. Der hat also keinerlei Interessenvertretung. Wenn er fliegt, fliegt er halt und Pech gehabt. Beim Betriebsübergang werden die Arbeitnehmer auf den neuen Betriebsinhaber übernommen, der Geschäftsführer nicht. Der ist raus.
Dann Arbeitnehmer, erinnern Sie sich, haben diese tolle gestaffelte Haftung mit leichter Fahrlässigkeit, mittlerer Fahrlässigkeit und grober Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer nicht, bei mittlerer Fahrlässigkeit wird gequotelt und bei grober Fahrlässigkeit haftet er voll. Der Geschäftsführer haftet immer voll. Auch bei der leichtesten Fahrlässigkeit ist er dran und muss alles zahlen. Und last but not least, wie wird er geschützt? Durch die Treuepflicht. 242. Wenn ich ihn wirklich wie einen Sklaven behandle und sage, du musst 24 Stunden arbeiten, darfst nicht mehr schlafen und dich um deine Kinder kümmern, dann ist das treuwidrig. Und wenn das wirklich ganz extrem ist, dann kann er daraus klagen und kann sagen, das ist eine Verletzung der vertraglichen Rücksichtnahmepflicht nach 241. Zwei, ich möchte Schadensersatz. Das Blöde ist, in dem Moment, wo er die Klage erhebt, kann man ihn direkt rausschmeißen, weil er hat ja keinen Kündigungsschutz. Das heißt, der Geschäftsführer wäre schlau, wenn er das alles im Anstellungsvertrag regelt. Der Geschäftsführer sollte also alles, was der Arbeitnehmer kraft Gesetzes kriegt, in seinem Anstellungsvertrag regeln. Wir werden uns nächste Woche mal ein Muster angucken. Die Dinger sind so 20 Seiten lang. Da steht wirklich alles drin. Bis zur Rente und alles Mögliche. Wäre es theoretisch möglich, wenn man im Anstellungsvertrag einfach auf die ganzen arbeitsrechtlichen Vorschriften verweist, dass sie dann Geld bekommen sollen? Ja, das können sie machen. Würde der Arbeitgeber das mitmachen? Im Zweifel nicht. Im Zweifel will der Arbeitgeber mit ihnen genau aushandeln, jede Minute Arbeit und jede Minute Freizeit. Das heißt, wenn Sie sagen, ich möchte den Freitag frei haben, dann sagt er, okay, wenn du jeden Tag 14 Stunden arbeitest, kannst du Freitag frei haben. Weil er ist ja nicht ans Gesetz gebunden, der kann ja mit Ihnen verhandeln. Oder er sagt, ich möchte gerne, dass du 24 Stunden per Handy erreichbar bist, kann er vereinbaren. Es gilt Vertragsfreiheit. Und das ist ja viel cooler, als wenn Sie sagen, ich gelte als Arbeitnehmer und damit ist alles anwendbar, weil Sie können hier irgendwas vergessen. Und dann sagen Sie, oh, Urlaub habe ich vergessen. Dann sagt er, haha, Pech gehabt. Du hast in der Tat Arbeitszeit, aber keinen Urlaub. Ja, für Sie als zukünftige Geschäftsführer noch der Hinweis, grundsätzlich sind Sie lohnsteuerpflichtig genauso wie ein Arbeitnehmer, das heißt, die Einkommensteuer ändert sich nicht. Wenn Sie ein gutes Einkommen haben, haben Sie halt eine höhere Progression, aber das ist ja nicht so spannend. Verdeckte Gewinnausschüttung habe ich Ihnen schon gesagt. Wenn Sie gleichzeitig Geschäftsführer und Gesellschafter sind, prüft das Finanzamt, ob man ihnen mehr zahlt, als sie wert sind. Und wenn das der Fall ist, kann das Finanzamt das dann auch wieder versteuern. Das heißt, das wird dann nachversteuert, das ist dann teuer. Bei abhängigen Geschäftsführern besteht grundsätzlich eine Sozialversicherungspflicht. Das heißt, man muss für die auch in die Rentenversicherung einzahlen. Der Grund dafür ist, dass man sagt, naja, das kann ja nicht auf Kosten der Allgemeinheit gehen, dass sich hier jemand der Sklaverei unterwirft. Denn wenn der krank wird, muss ja trotzdem jemand seine Krankenversorgung zahlen. Wenn der arbeitslos wird, muss ja trotzdem jemand dafür bezahlen, dass er kein Geld kriegt und irgendwie noch was zum Überleben kriegt. Deshalb sind die auch sozialversicherungspflichtig. Ja, welche Pflicht hat ein Geschäftsführer? Das können Sie in die Satzung reinschreiben. Sie können also sagen, der Geschäftsführer soll das und das machen, der soll einmal die Woche berichten, was er getan hat, dann, wenn er es nicht macht, verletzt er seine Pflichten. Satzungsvorgaben muss der Geschäftsführer selbst dann einhalten, wenn er sie nicht kennt, weil es seine Obliegenheit ist, sich da in Kenntnis zu setzen, genauso wie Sie auch sagen im Strafrecht, Unkenntnis schützt vor Strafe nicht, 17 StGB, der muss sich informieren, wenn er es nicht tut, ist er halt selber schuld. Er hat weiterhin Informationspflichten, das heißt, er muss die Gesellschafter informieren, wenn die ihn fragen, er muss ihnen auch Einblick in alle Bücher gewähren und er muss, das steht in der rechten Spalte, den Anstellungsvertrag einhalten. Wenn der Anstellungsvertrag sagt, du musst A machen und die Satzung sagt, du musst B machen, haben wir das Problem, was in der Mitte steht, was hat Vorrang? Also, gilt das, was im Anstellungsvertrag steht, oder gilt das, was in der Satzung steht? Und was denken Sie, wer gewinnt? Satzung oder Anstellungsvertrag? 611 folgende BGB oder Paragraph
2 bis 6 GmbH-Gesetz. Es kann nur einer gewinnen. Satzung gegen Dienstvertrag. Wer gewinnt? Und dazu müssen Sie sich fragen, wie kommt eine Satzung zustande und wie kommt ein Dienstvertrag zustande? Wie kommt eine Satzung zustande? So erinnere ich düster. Wie mache ich eine Satzung? Ja? Ja, einen Vertrag. Wer schließt diesen Vertrag? Gesellschaft. Ja. Welche Vorgaben gibt es für diesen Vertrag? Kann ich einfach so mündlich schließen? Nein, es gibt eine Formvorschrift, notariell beurkundet. Ja, der Vertrag muss notariell beurkundet sein. Er muss einen gewissen Mindestinhalt haben. Und was passiert mit diesem Vertrag? Kann ich ihn dann, wenn er beurkundet ist, in die Schublade legen? Was meinen Sie? Ist die GmbH gegründet, sobald ich beim Notar war und den Vertrag in meine Schublade lege? Muss man ihn nur vorlegen? Was meinen Sie? Gucken die an und sagen, ja, alles in Ordnung, geben ihn wieder zurück? Was meinen Sie, machen die denn da beim Register mit dem Vertrag? Gucken Sie mal ins HGB. Paragraph 12, Absatz 2. Und das verbinden Sie mit Paragraph 9 Absatz 1, zweite, Absatz 1, Satz 1, zweite Variante, als zweiter Halbsatz. Und dann frage ich Sie, was passiert mit der Satzung, die ich beim Handelsregister abgebe oder vorzeige? 9 HGB in Verbindung mit 12 Absatz 2 HGB. Was machen die mit der Satzung? Ja? Die wird quasi, also in Anführungsstrichen, zerlegt, sodass jeder interessierte Einsichtnahme haben kann. So ist es. Die bewahren die Satzung auf Dauer auf in einem elektronischen Registerordner und jeder, der Interesse hat, kann da für 1,50 Euro reingucken. Also wenn Sie eine GmbH-Satzung sich angucken wollen, zahlen Sie 1,50 Euro und Sie kriegen das Ding als PDF zum Download. Können Sie bei jeder GmbH machen, die es in Deutschland gibt. Gucken Sie Haribo und finden raus, wie gut es da läuft. Können Sie machen. 1,50 Euro. Billiger gibt es nicht. Ja. Frage, wie sieht es mit dem Dienstvertrag aus? Welche Form brauchen Sie dafür? Für den Anstellungsvertrag? Ja. Brauchen Sie Schriftform? Ich meine ja. Sie als alte Arbeitsrechtler, was sagen Sie? Kann man jemanden mündlich anstellen?
Ja? Also rein arbeitsrechtlich geht das schon. Das muss ja gehen. Warum muss das gehen? Weil das sonst den Interessen des Arbeitnehmers zuwiderlaufen würde und der Betriebsrat schützt. Ach, das Interessen des Arbeitnehmers zuwiderlaufen. Was passiert, wenn ein Arbeitsvertrag aus irgendwelchen unerkannten Gründen unwirksam ist? Nur mal so als Test. Jetzt für die Leute, die Examen machen wollen oder gemacht haben. Ja? Die Lehre des fehlerhaften Arbeitsverhältnisses. Ja, und was sagt die so grob? Die sagen im Prinzip, dass der Arbeitsvertrag so behandelt wird, als wäre er wirksam gewesen. Genau. Fehler werden hinweggedacht und wir sagen, für die Zukunft kann ich ihn kündigen, aus dem Grund, der damals relevant war, aber für die Vergangenheit ist er wirksam. Haben wir auch im Gesellschaftsrecht, fehlerhafte Gesellschaft, ist die gleiche Überlegung im Wesentlichen. Also wenn jemand arbeitet, ist er geschützt. Aber ich kann Ihnen sagen, Dienstverträge können Sie auch konkludent abschließen. Das heißt, Sie können sagen, mach mal und schon haben Sie konkludent einen Dienstvertrag abgeschlossen. Das ist also zulässig. Also, Sie brauchen überhaupt keine Form. Zweitens, überlegen Sie mal, wenn Sie eine Satzung machen, wer muss da alles zustimmen? Wie viel Prozent Mehrheit brauchen Sie für die erstmalige Erstellung einer Satzung? Können Sie eine Satzung gegen den Willen eines Gründers machen? So ist es. Es müssen alle Gesellschafter dafür sein. Jetzt, wenn Sie die Satzung ändern wollen, brauchen Sie da auch 100%. Was meinen Sie? So im Aktienrecht bräuchten Sie da 100% für eine Satzungsänderung? Aber überhaupt irgendwann mal 100%? Ja, brauchen wir. Aber hier. Jetzt kommen auch Maßnahmen, die beschlossen werden sollen. Mhm. Also mal eine Dreiviertelmehrheit gefordert im Aktiengesetz und mal eine einfache Mehrheit. Für eine Satzungsänderung? Ja, für eine Satzungsänderung brauchen Sie immer eine Dreiviertelmehrheit. Das heißt, die Regelungen in der Satzung entsprechen dem Willen von mindestens 3/4 der Mitglieder. Ja, 3/4 der Gesellschafter müssen zustimmen. Theoretisch sogar 100%, wenn es gegründet worden ist gerade, aber für Änderungen mindestens 3/4. Welche Mehrheit brauchen Sie denn für den Anstellungsvertrag? Ja, die Hälfte plus eine Stimme, das heißt, hier reicht eine einfache Mehrheit. Und jetzt unsere Frage, die da oben steht, was setzt sich durch vor diesem Hintergrund? Der Anstellungsvertrag oder die Satzung? Ja, die Satzung, weil die natürlich besser den Willen der Gesellschafter wiedergibt als so ein blöder Anstellungsvertrag. So, was muss er noch machen? Wenn er eine tolle Erfindung macht, der Geschäftsführer, muss er diese Erfindung zunächst der Gesellschaft anbieten. Warum ist das so? Weil wir sagen, aufgrund der Treuepflicht muss er vorrangig die Gesellschaftsinteressen vor seinen Privatinteressen verfolgen. Er muss also der Gesellschaft sagen, wollt ihr die Erfindung gegen eine angemessene Vergütung nutzen? Und wenn die sagen ja, dann kriegen die das. Und last but not least, der Geschäftsführer muss, wenn er irgendwas nebenbei machen will, die Genehmigung der Gesellschaft einholen. Und zwar nicht nur im Hinblick auf Wettbewerbsverbot, sondern auch im Hinblick auf seine Arbeitszeit. Weil wir sagen, der Geschäftsführer muss mit Leib und Leben Tag und Nacht für die Gesellschaft da sein. Und wenn er jetzt sagt, ich bin nebenbei noch Zeitungsausträger, ist er vielleicht morgens immer müde, leistet schlechte Arbeit. Das mag nicht im Wettbewerbsverbot liegen, weil Zeitungsaustragen ist keine Konkurrenztätigkeit. Aber es hindert seine Aktivität und deshalb muss die GmbH das genehmigen. Das heißt, der Geschäftsführer ist wirklich wie ein Sklave der GmbH, während der Vorstand im Grunde der Chef im eigenen Haus ist. Nächste Woche machen wir dann weiter mit der Treuepflicht und der Haftung und dann sind wir fast schon wieder im Zeitplan, weil wir dann nämlich den Geschäftsführer abschließen können. Sie sehen, das ist alles optimiert hier. Damit kommen wir auch mit dem Stoff durch. Vielen Dank und bis nächste Woche.